So, lockeres Einlaufen, alle bleiben auf meiner Höhe und vergesst den Armeinsatz nicht, ja? Und los geht's. Arbeitsgemeinschaft rückwärts laufen, das fällt dann doch etwas aus dem Rahmen. Lehrer Franz Meyer bietet sie an, am Gymnasium in Neckarbischofsheim. Ich bin der Franz, ich laufe die 1000 Meter in 4 Minuten und 16 Sekunden. Also ich bin der Janis und ich laufe die 400 in einer Minute 46. Ich bin die Pauline und ich laufe die 100 Meter in 22,5 Sekunden. Ich bin der Bastian und ich laufe die 100 Meter in 17,5 Sekunden. Mit diesen Zeiten sind sie fast so schnell wie andere vorwärts. Eine absolute Randsportart, bei der Koordination gefragt ist und Umdenken. Hier ist hinten und da ist vorne. Rückwärtsläufer freuen sich nicht über Rückenwind, sondern über Bauchwind. Ist auch ein bisschen anders, aber die Regeln sind so, mit Rücken voran möglichst schnell ins Ziel laufen, also denkbar einfache Regeln. Und damit hat sich das. Dafür sind die Bewegungsabläufe kompliziert. Und manchmal müssen sich die Schüler auch, wen wundert's, mit Vorurteilen herumschlagen. Bei Freunden und der eigenen Familie. Sie finden es lustig und lachen auch manchmal drüber. Aber wenn man dann so drüber nachdenkt, dass es wirklich Sprinten ist und es wirklich auch schnelle Zeiten gibt, dann ein bisschen Respekt haben sie da auch wieder davor. Weiter geht's für Lehrer Meyer. Im Rückwärtssprint in die Schule. Die 6. Klasse wartet schon im Treppenhaus. Seid ihr bereit? Männer, alles klar? Achtung, fertig, Schluss! Eine schweißtreibende Angelegenheit, dieses Treppenlaufen. Aber die Jungs sind hochmotiviert. Einige haben auch schon an echten Wettkämpfen teilgenommen. Mit Erfolg. Es macht einfach Spaß halt. Ja, genau. Das geht nicht ums Gewinnen, sondern ums Dabeisein. Das ist wie beim Olympia. Und das hier ist Meyers persönliches Trainingsgerät, der Telchik-Turm in Wilhelmsfeld bei Heidelberg. Sein Traum, der Treppenlauf im Empire State Building. In 10, 11 oder vielleicht auch in 12 Jahren, dann werde ich angreifen, New York, ich werde kommen. Nicht so schnell am Anfang und ab geht's, eine Minute. Eigentlich bräuchte man auch hinten Augen. Nicht hinfallen ist die große Kunst. Und Lehrer Meyer freut sich über jeden Rückschritt, Fortschritt. Die Schüler gewinnen an Selbstbewusstsein. Es sind deshalb keine besseren Schüler, aber ich denke, im Sinne von Persönlichkeitsförderung kann so etwas schon ganz schöne Vorteile mit sich bringen. Rückwärts zum Erfolg, denn vorwärts kann jeder. Bleibt beisammen.